An dieser Schwelle startet das Abenteuer Electric Ride Schönau, kurz ERS. Und alles, was ihr zu tun habt, ist euch zurückzulegen, diesen Kanal zu abonnieren und dann geht's auch schon los. Viel Spaß dabei! Tschüss Katze! Ja, sehr schön lieb! Oh nee, war jetzt schneidet er die Hecke. Wie soll ich denn da die Anmoderation machen? Es stinkt. Ist euch mal aufgefallen, dass die immer um 12 Uhr anfangen und um 15 Uhr fertig sind? Und damit heiße ich euch sehr herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ja, was erwartet euch in diesem Video? Zum einen natürlich der Electric Ride Schönau, also der ERS. Es sind alle namenhaften Elektromotorrad-YouTuber mit dabei. Der Paddy Electric ist mit dabei, der Zero Biker ist mit dabei, Max Jäger ist mit dabei. Habe ich einen vergessen? Und Alex Hammer ist natürlich auch mit dabei. Und der heimliche Star dieser Serie, das Carolinchen, welches ich jetzt erstmal von der Schule abhole. Der Electric Ride Schönau, also der ERS, ist der kleine Bruder oder die kleine Schwester oder das kleine Divers vom Electric Night Ride, den es einige Jahre gab, bis dann tatsächlich Corona stattfand und dass dann länderübergreifend dieses Treffen einfach nicht möglich waren. Auch beim Electric Ride Schönau handelt es sich um ein Treffen von E-Motorradfahrern, die einfach aus ganz Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien, glaube ich sogar Italien eventuell zusammentreffen und eine gemeinsame Ausfahrt machen, einfach um sich zu treffen. Also der Spaß steht da ganz, ganz, ganz groß im Vordergrund, zum einen, zum anderen aber auch darauf hinzuweisen, gerade in diesen Strecken im Schwarzwald, dass es auch mit leiseren Fahrzeugen geht und ja, dass man einfach Rücksicht übt, um halt eben nicht so eine lauten Motorräder an den Aus- und Einfahrtstrecken und in den Städten zu haben. Okay, schon mal blinke. So, Pagrin hier. Bist du ready for Schwarzwald? Ja? Oh geil! Dann geht's jetzt los, oder? Ich glaube, die bekommt die Schule nicht so richtig. Hallo. Jupp. Jetzt geht's doch, oder? Jetzt geht's. Jetzt höre ich. Jetzt, geht's los. Wuhu. So, wo geht's lang? So, obwohl wir 3G sind, also geduscht, gestriegelt und gekämmt, fahren wir jetzt nochmal schnell zum Testcenter. Und es macht immer Spaß. Immer. Immer. Geh schon mal vor. Macht's ja wirklich. Oh Mann, ich werde mich nie dran gewöhnen. Ich hoffe, wenn das, dass das endlich mal vorbei ist hier. So, auf nach Lichtenrade oder so, ne? Naja, da wo der Anhänger steht. Das heißt nicht Lichtenrade. Das heißt irgendwie anders, aber auf jeden Fall nicht Lichtenrade. Ja, dann heißt es Lichtenfeld. Lichtenfeld? Nee. Irgendwie so. Lichtenanhänger. Lichtenanhänger, genau. Wir müssen so einen Lichtenanhänger. Oh, sehr vorbildlich. Die DSR vom Joachim steht schon drauf. Gute Reise wünsche ich. Dankeschön, Dankeschön. Der letzte Fahrgast ist komplett. Jetzt sind wir komplett. Wir haben jetzt ein bisschen mehr als die Hälfte der Strecke geschafft, sind jetzt hier irgendwie auf Höhe Stuttgart. Jetzt machen wir einen Fahrerwechsel. Bis jetzt klappt alles wunderbar. Wir mussten vorher noch mal so ein bisschen nachkorrigieren, weil die eine ein bisschen schräg wurde. Aber ansonsten hält alles. Wir sind guter Dinge und kommen relativ gut durch. Wir sollen um 1 in Schönau sein und freuen uns auf eine kurze Nacht und ein ERS morgen früh. Hier wird tanken noch zelebriert. Ja. Einmal im Jahr. Also tanken ist das, wo man hier an die Tankstelle ranfährt, um dann eine Flüssigkeit ins Auto zu füllen. So was gibt's noch? Dinosaurier betanken. Schönau im Schwarzwald. Alle schlafen schon. 1.40 Uhr. Wir sind angekommen an unserem Ferienhaus.
Und jetzt geht's erstmal ab ins Bett und dann alles weitere morgen. Gute Nacht. Schönau, 18. September, Electric Ride Schönau steht vor dieser Tür und so wie es aussieht, kein Regen! Woohoo! Mir ist viel zu warm. Scheiße. Boah, ist das ein tolles Wetterchen hier. Die Sonne küsst uns schon am frühen Morgen. Wir schnappen uns jetzt hier unsere Kinders und unsere Motorräder und dann geht's auf zur Pension Goldmann, wo es dann ein Frühstück für uns alle gibt. Und dann bewegen wir uns endlich los auf die lang ersehnte Tour. Los geht's! Ja, Carolinchen ist auch da, dann kannst du ja jetzt nach dem Handy wegpacken und losgehen. Ja, die Nacht war kurz für uns alle. Wir konnten halt eben erst nach der Schule los, dadurch ging uns ziemlich viel Zeit flöten. Aber wenn der Christian ruft, dann kommen wir. Und dann ist auch egal, wie spät oder wie früh es ist. Geil. Oh Mann, der Platz scheint ja fast voll zu sein hier. Guck mal, ein Berliner am Schwarzwald. Guten Morgen. Hey, der zweite, der vierte Berliner. Moin. Team Berlin ist vollständig. Einmal durchzählen. Ist der Bruchpilot, cool. Ich hab von deinem Drohnenerfolg gehört. Ja, danke schön. Nemo, was soll das? Du hast mir Regen versprochen. Ihr wollt alle Regen haben, ne? Ja. Tut mir total leid. Wenn ihr also irgendwelche Probleme habt, dann meldet euch an den Elektrify BW, nicht an mich. Ich gehe davon aus, dass ihr alle Drogen nehmt, so wie ich, und dass ihr nicht im geistigen und physischen Zustand seid, Motorrad zu fahren, so wie ich. Darüber hinaus gelten die Corona-Verordnungen nicht, so leid es mir tut. Das heißt, Maske aufsetzen. Das nächste, was für mich noch wichtig ist, ist, ihr solltet euch nicht an die Straßenverkehrsordnung halten. Wir sind als geschlossener Verband unterwegs und wenn eine rote Ampel ist, dürft ihr auch rüberfahren. Ein Trabi! Yay! Wir begrüßen Berliner und Ossis. Hey! Zwei Dinge, ne? Ja, zwei, nicht unbedingt, aber manchmal. Die Route wird ungefähr 80 Kilometer lang sein. Ich gehe davon aus, dass wir um 12.30 Uhr wieder hier aufschlagen. Was gibt es sonst noch zu sagen? Die Strecke ist kurvenreich, am Anfang zumindest. Sehr kurvenreich. Das ist für einige vielleicht eine Herausforderung. Jemand, der nur Autobahn fährt, so wie ich, oder vielleicht aus der Stadt kommt, so wie ich, der ist damit überfordert. Ja, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch jetzt melden oder für immer schweigen. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Erfolg, bleibt sicher, oben bleiben, fahrt vorsichtig. Ciao! So viele Elektromotorräder hier, unglaublich. Vorsicht! Oh. Ich dachte, der fällt geradeaus, aber. Das ist so eine Freude, wenn man hier die Nummernschilder durchguckt. Österreich, Deutschland, Berlin, Köln. Die anderen kenne ich alle gar nicht. So cool. Belgien sehe ich jetzt auch gerade. Ist das schön hier? Ist das schön? Der Sonne entgegen und es duftet.
Hast du schon wieder Anweisungen hier? Lass doch mal den Mensch einfach Mensch sein. Wo soll ich denn jetzt fahren? Okay. Sie wollten doch sozusagen hier uns zusammen haben vom Fernsehen. Ist egal, meinst du? Kommt eh nur 10 Sekunden was. 12 Sekunden. Grün! Hä? Ich dachte, da war eine Ampel. Ich glaube, das ist einer der wenigen Momente, wo sich Leute über Motorradfahrer freuen, die hier langkommen, weil die einfach so leise sind. Ja, also viele Städte und Gemeinden haben hier echt ein echtes Problem mit lautstarken Motorrädern. Man sieht hier diese Ausfahrtstraßen, die Berge, der Schall kommt dann zurück und dann sind die auf ihren Grundstücken und Häusern echt gerade am Wochenende total genervt von den lauten Motorrädern. Und ja, hier gibt es auch immer wieder Schilder, die am Rand auftauchen. Ne? Ja, wir fahren da hoch. Tottenauer Ferienland sagt Danke. Also ist tatsächlich echt ein Problem, ja. Aber auch hier sind natürlich nicht alle, die da das Problem machen, sondern da gibt es dann immer wieder die wenigen, die dann ja, dafür verantwortlich sind. Oh, guck mal, geil. Also diesmal müssen wir auf jeden Fall vor Max ins Ziel kommen. Und ich glaube, diesmal helfen wir ihm auch nicht. Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Kann ja noch so sympathisch sein mit seinem Max Jäger YouTube-Kanal. Genau. Uns hängt man nicht ab. Der Lexi hier mit seiner Energica fährt uns allen davon. Ja, als Schweizer hat er unheimlich viel Kurvenerfahrung. Das ist das, was uns komplett fehlt als Stadt-Autobahn-Motorradfahrer. Und ja, ich schaue mal regelmäßig seine Videos, die sind immer sehr, sehr interessant, mit viel Hintergrundinformationen. Da sollen jetzt wohl auch noch ein paar technische Videos kommen, wie fahre ich Motorrad, wie ist die Kurvenlage, gucke ich hin und sowas. Das werde ich mir auf jeden Fall reinziehen, weil das kann nicht schaden. Umso sicherer man unterwegs ist, umso länger lebt man, habe ich gehört. Alter Schalter. Das habe ich so noch nie gesehen. So viele eh. Willst du mal durchzählen schnell? Zähl mal durchzählen. Ja, das mag der Christian ganz gerne, dass er uns mal hier so einen Haken fahren lässt, damit wir uns alle sammeln. Alle sorgen für Verwunderung, aber können sich mal gegenseitig angucken. Hey, fahr uns nicht um! Total geschwitzt. Na schön, wir geben uns Mühe, leise zu sein. Ne? Und der knallt hier durch den Ort. Oh, ist das ein Hammer. Linchen, guck dir das an. Das sind so viele, das ist richtig. Ist das ein Hammer. Also. Das ist ein Berliner aus dem Internet, ne? Ja. Peter. Hi. Hi. Schönes Motorrad. Finde ich auch. Gefällt mir irgendwie. Hat was, ne? Oh, guck mal, Nietzsche hier, Traumhaus. Geile Scheiße. Warum leben wir eigentlich noch in Berlin? Ist doch überall schöner, oder? Ich will hier bleiben, ich fahre nicht mehr nach Hause. Sind wir jetzt in der Schweiz? Nee, das ist Deutschland. Guck mal, wie die da stehen. Ich wink gleich mal. Wo denn? Da, auf diesem Dreieck. Ach, da oben. Und die filmen auch, glaube ich. Ja, das ist deren Reifen. Achso. Da habe ich gerade vorhin dieser Dings hier da vorne gestanden. Hier hat auch einer gestanden. Ja, sorry Leute, das Video wird ein bisschen länger. Ich kann das nicht alle rausschneiden, das geht nicht. Es ist viel zu schön alles.
bayerisch unterhalten. Wie mussten die jetzt gerade losfahren, wenn wir uns hier hinstellen? Jetzt die Drohne. Dann schnell, hätte schon längst in der Luft sein können. Ein bisschen mehr Einsatz hätte ich mir schon gewünscht. Ich tue, was ich kann. Das reicht aber nicht. Hallo. So, horcht mal. Hört ihr das? Man hört den Schwarzwald. Wow. Und nicht den Motorradlärm. Oh, wie geil. Oh. Himbeeren. Wer stinkt? Stinkt's nicht. Wer stinkt hier so? Wer stinkt hier so? Ja, eigentlich nicht. Wer stinkt hier so? Luftkurort. Was? Nee, es kommt ja von vorne. Wenn du mit Elektromotorrädern unterwegs bist, dann stinkt das halt. Das klingt nach Scheiße. Ja, das ist. Hier waren wir schon mal. Willst du mal absteigen? Dann ich hab grad Doofladen. Doofladen, ja. Das ist ein Doofladen, der ist direkt für uns. Bitte ich schwindern. Da war gerade eine Energica und die war mit Auspuff. Nee, kann nicht sein, gibt's nicht. Doch. Nee. Doch. Nein, es gibt keine Energica mit Auspuff. Auspuff. Dann war das davor mit Auspuff. Dann war es entweder keine Energica oder Doch, das war eine Energica. 100 Pro. Das war dieses Zeichen. Das war diese blaue. Du lügst. Nein. Hey. So, die Ingenieure. Da ist gerade eine Zero, also die wir auch haben. Ja. Die ist bis nach vorne gefahren und ich dachte, du wärst es, weil der hatte so einen ähnlichen Helm wie du. Ich glaube, der hat doch den Helm wie du, keine Ahnung. Und da war ich total verwirrt. Und dann bin ich einfach zu dir gegangen. Dann habe ich gesehen, dass du es bist. Fahr nicht ohne dich los, Linchen. Du bist so bekannt wie ein bunter Hund, die würden dich auch mitnehmen hier. Irgendeiner wird dich schon mitnehmen. So, Caroline, wir müssen leise sein. Okay. Ja. Warum? Ja, weil es gerade so schön leise ist. Ach so, na gut. Juhammer. Da sagt noch mal einer, Elektromotorräder haben keinen Sound. Das klingt doch so geil. Diese bedrückende Stille ist irgendwie. Jetzt geht los. Kommt dabei? Ja. Wenn Meghan Trainor mal irgendwo in Deutschland ist, dann würde ich da unbedingt hin wollen. Ich würde alles dafür machen. Auch abwaschen, dich waschen und Katzenklo? Ja. Oh. Na dann müssen wir gucken. Ah, eine Party ohne uns gibt's ja gar nicht. Eigentlich müssen wir doch gleich da sein, ne? In Schönau. Schwarzwald-Schönau hier. Also die Reaktionen sind sehr lustig von den Motorradfahrern, die uns entgegenkommen. Also teilweise überlegen sie dann, ob sie noch grüßen. Ja, das machen sie aber trotzdem, die meisten. Und von den Passanten, da sieht man im Grunde, Schönau hat uns wieder, da sieht man im Grunde so diesen, ja, doch schon diese Abneigung gegen Motorradfahrer, einfach wenn die jetzt hier durch die Gegend knallen und da ihr Grundstück haben. Und das beim ersten, zweiten, dritten Elektromotorrad wendet sich das und die Leute kriegen irgendwie ein Grinsen ins Gesicht. Und das ist super, dass es auch ohne Lärm geht. Und wir haben ja auch genug Spaß, ne? Wenn ich jetzt ein bisschen mehr Kurvenerfahrung hätte, dann hätte ich auch noch mal ein bisschen mehr Spaß hier an der Freude. Aber das ist cool, ne? Mein Spruch, der Spaß an der Freude. Aber es geht auch leise, ne? Und
ja, ich finde es super. Ich kann jedem nur empfehlen, auch wenn er da jetzt skeptisch drauf ist, was so Elektromobilität auf zwei Rädern angeht, probiert es einfach mal aus, setzt euch mal rauf, sucht euch mal einen Händler in der Nähe. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Wollen wir nochmal filmen oder? Nee, weil wir sind ziemlich weit vorne. Na, okay, wir sind die Letzten. Nein, der Werner mit seiner Kilometerfresser Zero. Das ist voll witzig mit den ganzen Stickern und so. Mhm. Und der Helm. Ah, guck mal, der hat auch seinen Reflektor verloren. Wir haben auch unseren Reflektor verloren. Müssen wir mal gucken, müssen wir mal nachbestellen. So, wo gibt's Döner? Döner, Döner, Döner? Ich will keinen Döner. Jetzt könnt ihr auch Mann. Jetzt ist Max wieder vor uns reingekommen. Das gibt's doch gar nicht. Was? Schon wieder vor uns? Der ist der Fluch. Entweder es regnet oder Max ist da. Eins von beiden. Ich würde gerne das Wort geben an den Bürgermeister der Stadt Schönau. Wir freuen uns sehr, dass Peter Schelzorn alle E-Biker, die er gerne hier sieht, weil die Lärmproblematik sind sehr präsent hier in der Gegend. Und er freut sich wirklich, dass er zu den Elektromotorradfahrern willkommen sagen darf. Ich gebe das Wort an den Bürgermeister der Stadt Schönau. Ich liebe es, Elektromotoren zu hören, denn zu sehen, nämlich kaum zu hören, nur das Rollgeräusch. Das freut mich heute, dass Sie in so großer Zahl gekommen sind. Eine Verdoppelung der Zahl, habe ich gehört. Und das ist wunderbar. Und was noch viel wunderbar ist, dass wir Alt und Jung heute vereinigen, dass wir aus ganz Deutschland Menschen begrüßen dürfen, dass Leute gekommen sind aus der Schweiz, aus Österreich, aus Belgien in der großen Anzahl. Und ich heiße, der Bürgermeister hat sich schon bei allen hier von der Orga bedankt. Und ich bedanke mich jetzt nochmal bei euch, dass ihr dabei seid, dabei wart. Toll, freue mich hier auf viele interessante Gespräche. Ich hoffe, ihr könnt mich alle hören. Ich danke euch erstmal, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Das ist keine Selbstverständlichkeit, insbesondere wer sich an letztes Jahr erinnert. aber dieses Jahr haben wir einen besseren Draht zu Petrus gehabt. Danke an die Stadt Schönau dafür. Danke auch an die Stadt Schönau, die hier zum Beispiel das Essen sponsert. Also wir haben Getränke, wir haben Essen. Auch nochmal danke an die EWS, die hat nämlich heute Morgen das Frühstück gesponsert. Ansonsten sage ich danke, dass auch so viele von sehr, sehr weit angereist sind. Wir haben Leute aus Berlin da, wir haben Leute aus Belgien da, wir haben Leute aus der Schweiz da, hier die schöne Johammer ist da, wir haben Evo, also ein BMW da. Wir haben alles abgedeckt, was man sich nur wünschen kann, und das ist euer Verdienst, und das freut mich ganz besonders. Deswegen danke an euch. Der Electric Ride Schönau nähert sich dem Ende. Faktisch ist er schon zu Ende mit diesem Glockenschlag. Wir sagen ganz dolles Dankeschön an Christian Juck für diese Organisation zusammen mit dem Electrify BW. Zusammen mit den ganzen Ausstellern, die hier waren. Energica konnte leider nicht Probe gefahren werden, wollte ich gerne mal machen. Zero hat die neue FXE ausgestellt, habt ihr ja gesehen. Wir fahren super, wir werden auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder mit dabei sein. Und hoffen, dass ihr bis dahin gesund bleibt. Alles Gute, abonniert den Kanal und bis demnächst. Ciao. Ich wollte auch noch was sagen. Ja, sag noch was. Ich würde auch noch mal Danke sagen für den Organisator, weil das war echt eine super schöne Route. Ich komme nächstes Jahr auf jeden Fall wieder mit. War gar nicht schlimm, ne? 80 Kilometer und du hast richtig schön viel gesehen. Und ich auch. Ja. Dann kannst du jetzt noch Tschüss sagen, weil ich habe ja schon Tschüss gesagt. Bye, bye.